Jan-Dieter Bruns ist Herr über 1 Million Bäume. Seine Großgärtnerei im niedersächsischen Bad Zwischenahn hat sich auf grüne Riesen spezialisiert. Diese Eichen sind 50 Jahre alt. Eine von ihnen wird Bruns auf Reise schicken. Arbeitsbeginn in der Baumschule. Es ist Hochsaison. 300 Mitarbeiter und viele 100 Pferdestärken sind im Einsatz. Bei Hege, Pflege und Transport von Eichen, Linden und Buchen im XXL-Format. Kriegen wir den gebunden, Herr Meier? Mein lieber Mann, das ist auch ein breites Ding. Vor über einem halben Jahrhundert setzte Bruns Vater diese Eiche. Jetzt hat ein Kunde aus Süddeutschland den 15-Meter-Baum für seinen Garten ausgesucht. Allein die Krone ist fast 10 Meter breit. Das wird ein schwieriger Transport. So einen Baumriesen haben die Männer bisher noch nicht verladen. Wird die Eiche unbeschädigt ihren neuen Besitzer erreichen? Das ist so der stärkste Baum. Wir müssen ihn am Ende über die Straße bringen. Also der muss gebunden werden in der Krone, der muss unter den Brücken durchgehen und der muss auch mit Sondergenehmigung über die Breite der Autobahn muss er gehen können. Also das ist so, 50 Jahre ist ja auch schon was. Also das ist schon ein ganz schön alter Baum. All diese Bäume warten auf ihre Reise. Auf dem Verladehof von Bruns werden jetzt jeden Tag ganze Wälder verschickt. Lkw bringen sie zu Kunden überall in Europa und in den Osten bis nach Sibirien. Viele hundert Bäume wurden für diesen Tag gepflanzt und gepflegt im milden Klima des Ammerlandes. Nur einer behält in diesem Trubel den Überblick, Jens Hartwig. Der Verlademeister ist ständig mit dem Fahrrad unterwegs. Eigentlich hat er Biologie studiert, erzählt er uns. Doch jetzt arbeitet er mit ganzem Herzen als Gärtner. Nach einem Praktikum bei Bruns ist er im Betrieb hängen geblieben. Während die Bäume im Verladehof auf ihren Abtransport warten, sind sie besonders empfindlich, sagt Hartwig. Lebewesen im Ausnahmezustand. Wir haben alle einen Kunden, ja. Diese Sachen gehen jetzt alle nach England. Das ist ein großer Landschaftspark, den wir da bepflanzen. Das ist, also sind sehr viele LKWs, die dieses Frühjahr alle noch raus müssen. Also ein Teil ist schon gelaufen und nächste Woche gehen sehr viele noch dahinterher. Das gehört ja alles dazu. Das gehört alles dazu, ja. Große Bäume, Sträucher, die drunter gepflanzt werden, Koniferen, das ganze Programm. Diese Pflanzen sind alle für einen exklusiven englischen Schlossgarten vorgesehen, verrät uns Jens Hartwig. Doch immer häufiger wurden in den vergangenen Jahren meterhohe Baumriesen nach Osteuropa verschickt. Reiche Russen gehören inzwischen zu den besten Kunden der Baumschule. Mit ausgefallenen Wünschen. Herr Bruns, Fichten, wer kauft die noch? Ja, also genau, das sind Nessfichten, große, ausgewachsene Nessfichten. Die gehen nach Osteuropa. Also der Markt, der Geschmack gerade in Osteuropa ist ein anderer als bei uns. Bei uns würden kaum noch große Nessfichten in dieser Größe gepflanzt werden. Oder auch große Kiefern zum Beispiel oder große Fichten. Diese Pflanzen sind mittlerweile wieder sehr gefragt und sogar knapp am Markt verfügbar, weil sie in Osteuropa haben sie noch einen anderen Geschmack als bei uns. Der nächste Morgen. Heute soll die 50-jährige Eiche in Bewegung kommen. Weit über 10.000 Euro kostet solch ein Exemplar. Eine teure Fracht. Für den alten Baum und die Gärtner werden es 3 Tage voller Stress sein, bis die Eiche auf ihrem neuen Platz steht. Besondere Profis müssen ran. Ab jetzt dirigiert Stefan Kuck den Spezialtrupp. Er kennt die Risiken. Was, wenn der Wurzelballen beschädigt oder die Rinde zerquetscht wird? Was, wenn der Stamm beim Verladen einfach durchbricht? Das ist alles schon passiert. Noch läuft es nach Plan. Der geht auf die Reise nach Darmstadt. Wann wird er verladen? Wir werden den wohl in 2 Tagen erst verladen können, weil wir 2 Tage brauchen, um die Kronen zusammenzubinden, also am Mittwochnachmittag. Vor dem Transport schlagen die Männer den Wurzelballen des Baumes in Sisaltücher ein. Dann umwickeln sie ihn fest mit Maschendraht. Nur mit Hilfe dieses Korsetts kann die Eiche eine Strecke von 450 Kilometern überstehen. Ja, ich habe da oben.
Zur gleichen Zeit verhandelt der Chef mit einem Landschaftsarchitekten in Moskau. Einem russischen Milliardär fehlen etliche große Zierkirschenbäume zu seinem Glück. Für Bruns bedeutet das die zweite Reise in dieser Woche. Erst London, dann Moskau. Doch heute Nachmittag hat er erstmal einen Termin in Hamburg. Linden für den Tennisstar Michael Stich. Sie sind fast 20 Jahre alt. Wer solche hohen Bäume will, muss hohe Preise zahlen. Gut betuchte Privatleute, aber auch Großunternehmen und Behörden gehören zu Bruns Kundschaft. Sie alle wollen nicht 30 Jahre auf den perfekten Garten warten. Auf dem Grundstück von Michael Stich. Dass der Garten neu ist, soll man ihm nicht ansehen. Viele Großpflanzen kommen aus Bad Zwischenahn. Überlegen sollten wir auch, ob wir die Baumscheibe nicht doch frei machen, um der Wurzel mehr Luft zu geben. Da ist jetzt Gras drauf. Ob man nicht doch so einen Meter drumherum oder 1,50 Meter das frei macht. Und eventuell habe ich auch überlegt, da muss man das verfolgen, wie der Baum sich macht. Aber außen macht er Zuwachs, der ist am Wachsen und sieht gut aus. Okay. Aber ich würde ihn einmal durchschneiden. Und überlegen sollte man, ob man die Wurzelscheibe nicht doch... Eine der Eichen aus der Baumschule hat ein trockenes Ästchen. Der Hausherr braucht fachlichen Rat. Lust auf Gartenarbeit haben Sie noch nicht gekriegt jetzt. Doch, also grundsätzlich, wenn ich die Zeit habe, dann bin ich jemand, der das schon machen wird. Und bei der Fläche können wir nicht jedes Mal jemanden für einen Tag holen, um den Rasen zu mähen. Da werde ich wahrscheinlich schon mal selbst ran müssen. Aber ich muss ihn ja auch entsorgen, das ist immer das Problem. Dann muss ich mir noch einen Komposthaufen hier hinten anlegen. Muss ich Herrn Bruns noch mal fragen, wie man kompostiert am besten. So. Aber nein, das wird schon passieren. Aber auch das muss wachsen. Das ist ja der eigene Garten, man muss die Zeit haben. Eine Stunde später. Bruns macht sich auf den Weg zu einem der schönsten Gärten Europas. Gut Schierensee gehört jenem deutschen Optiker, der mit billigen Brillen reich wurde. Der Baumschulprofi ist mit Gartenbetreuerin Nicole Holz verabredet. Gemeinsam wollen sie kontrollieren, wie sich die im Herbst gelieferten Bäume entwickelt haben. Das ist das hier auf der Stelle hier. Sind das Spechte? Jan-Dieter Bruns entdeckt Löcher in der Baumrinde. Das ist ein ganz normales Rindenbild bei diesen Linden. Ach, das kriegen die? Das ist also kein Vogel, der hier? Nein. Wir hatten auch lange, ich habe lange drüber nachgedacht, aber es sind hier verschiedene Sorten auch gepflanzt worden. Und bei manchen haben sie dieses Rindenbild hier. Ich hatte erst gedacht, dass das ein Specht war, der hier lang gelaufen ist. Als der Garten von Gut Schierensee in der Barockzeit angelegt wurde, mussten die Gärtner mit Setzlingen beginnen. Erst seit etwa 1970 gibt es Spezialmaschinen zum Verpflanzen der Bäume. Außerdem müssen die Baumriesen alle 3 Jahre versetzt und die Wurzeln beschnitten werden. Die Wünsche der Kunden sind inzwischen immer ausgefallener. Ich begeistere mich ja selbst dafür. Und diese Menschen dann kennenzulernen und mit denen zu sprechen. Und die kommen ja auch mit Begeisterung in die Baumschule und kaufen häufig größere Pflanzen, als sie es vorhatten, weil sie sich auch an großen Pflanzen begeistern und sagen, ach, das ist toll, das möchte ich gerne noch, vielleicht auch noch etwas größer kaufen. Der Hausherr von Schierensee legt Wert auf besonders große Bäume und am liebsten gleich im Dutzend. Da bringt ein Auftrag schon mal 100.000 Euro Umsatz. Während der Chef unterwegs ist, hält Jens Hartwig im niedersächsischen Ammerland die Stellung. Er flitzt fast nur noch im dritten Gang über den Verladehof. Das warme Wetter ist nicht gut für die entwurzelten Pflanzen. Donka? Wo ist sie denn? Bananen, Stauden und Olivenpflanzen für das Schweriner Schloss müssen dringend gewässert werden. Kannst du hier auch noch mal eben im Wasserschlauch beigehen, die großen Bananen da, dass sie jetzt auch noch im Wasser kriegen und hier die Oliven auch mit? Das ist aber auch eine hektische Zeit jetzt, ne? Ja, sehr hektisch. Wenn die Sonne immer höher kommt, wird es auch immer hektischer bei uns. Und jetzt, wo das so unglaublich warm geworden ist, da kann man fast gar nicht mehr gegen rennen gerade. Ne? Wir sehen ja auch, überall wird noch extra gewässert und gemacht, also um den Pflanzen ein bisschen einfacher zu machen, dass sie jetzt woanders hin sollen. Jetzt hier nach oben reinziehen. Ja, auf Vorsicht, ne? Ja. Ruppige Hilfskräfte hat Jens Hartwig schon öfters wieder nach Hause geschickt. Er verlangt Respekt vor jedem Pflänzchen. Nicht nur, weil es Geld kostet. Wenn man da vernünftig mit umgehen will, braucht man schon den grünen Daumen. Den muss man schon irgendwie in die Wiege gelegt bekommen haben oder vielleicht sich selbst entwickelt haben. Ansonsten nur einfach so stumpf seine Arbeit zu machen, das passt dann mit einer Pflanze nachher irgendwo nicht. Da fällt die 50-jährige Eiche. Allerdings langsam und sanft. Sie muss für den langen Transport nach Darmstadt vorbereitet werden.
Zwei Tage wird es dauern, bis sie reisefertig ist. Die langen, sperrigen Äste der Krone müssen vorsichtig zusammengebunden werden, jeden Tag ein Stückchen enger, damit der Baum auch auf die Straße passt. Stefan Kuck braucht 10 Helfer für die mühsame Feinarbeit. Hol her, hol mal den Band her, binden wir gleich den Band oben rüber, doppelt, und dann binden wir den gleich hoch. Sonst können wir uns der abbrechen. Die gewaltige 10 Meter breite Krone muss auf 5 Meter reduziert werden. Mit viel Fingerspitzengefühl. Wenn nur ein dicker Ast bricht, ist der Baum nicht mehr zu verkaufen. Die alte Eiche macht es den Männern nicht gerade leicht. Eichen wachsen eben nicht versandfähig. Probleme haben wir bei dieser Pflanze, das ist eine Quercus palustris, die wächst mit dem Alter umso dicker und umso älter die ist, breit auslegerig wächst sie. Das ist das Problem. Und natürlich ist sie viel verzweigt. Solche Probleme, wenn ich das mal zeigen kann, haben wir hier bei diesem Ast. Da geht einer ganz an, in eine andere Richtung, wächst er. Das ist natürlich ein Problem, wenn wir ihn von zwei Seiten hochheben, dass hier eine Sollbruchstelle ist. Um das zu verhindern, müssen wir uns genau überlegen, welches Band wir zuerst binden. Schon morgen kommt sie auf den Tieflader. Dann muss die Krone fachgerecht verschnürt sein. Ob sie das schaffen? In der Baumschule sind Gäste aus Russland eingetroffen. Ein Gartenbauarchitekt mit seinem Kunden. Sie wollen bei Bruns mehrere alte Koniferen kaufen. Ein Verkäufer chauffiert sie durch das 900 Hektar große Gelände. Duplicata Excelsa. Die russischen Kunden suchen für ihren Garten ganz besondere Lebensbäume. Sie müssen für das raue Klima im Osten extrem winterhart sein. Diese Tuya hat im Winter eine leichte Braunfärbung, erklärt Verkäufer Thomsen. It changes very slightly into brownie color. Betäubender Duft liegt über diesem Wäldchen, ein Meer von Sternmagnolien. Aber die Blüte schützt die Bäume nicht davor, auf Wanderschaft zu gehen. Es dauert nur Sekunden und die mehr als 20 Jahre alte Magnolie wird wie ein Radieschen aus der Erde gezogen. Ein LKW bringt sie nach München in ihre neue Heimat. Jens Hartwig kreuzt über den Verladehof. Du hast noch einen Bagger über? Ja? Oh, so ein Schwachsinn. 12 Stunden Stress jeden Tag. Termindruck, schwierige Kollegen, durstige Bäume. Hat der Vorarbeiter dann noch Spaß am eigenen Garten? Ja, sehr. Ja. Da ist man doch, bin ich auch zu sehr infiziert, sag ich mal so, privat. Wie groß ist der? Der ist 3 Hektar, also 30.000 Quadratmeter. Ich mache da aber so eine kleine Baumschule nebenbei, also vermehre seltene Pflanzen. Das ist so der Ausgleich für, sagen wir, diese recht stressige Arbeit hier. Jan-Dieter Bruns ist am frühen Morgen nach England gereist. Er hat einen Termin in Henley an der Themse. Sein Ziel? Ein Schloss mit dem Namen Park Place. Für 42 Millionen Pfund wurde es verkauft und ist nun das teuerste Herrenhaus Englands, schreibt die Times. Nun wird der Landsitz aufwendig saniert und auch der Garten. Viele hundert große Bäume und Sträucher hat Bruns schon geliefert. Einige stehen noch auf diesem Lagerplatz. Zum Herrenhaus gehört ein riesiger Landschaftsgarten wie aus einem Hochglanzmagazin. Star-Designer Bradley Hole hat ihn mit Pflanzen aus dem Ammerland neu angelegt. Früher gehörte das Schloss dem Prinzen von Wales. Bald wird vielleicht ein Ölscheich darin wohnen oder ein russischer Milliardär.
This is the new driveway. You can see coming in. There's a car coming in. In ganz England kann ihm keiner große Bäume liefern, erzählt uns Star-Designer Bradley Hall. Nur in Deutschland hat er ein solches Angebot gefunden. Look over there, and I think that's lovely. Dieses malerische Tal führt zur Themse. Unten am Fluss sollen demnächst Bruns alte Bäume stehen. Das Bootshaus von Park Place. Hier werden sich ab morgen Silberweiden aus dem Ammerland ins Wasser neigen. Gartenarchitekt Bradley Hall will mit den Anpflanzungen den Geist der Landschaft einfangen, sagt er. Ein eigenwilliger Designer. Denn manchen alten Baum muss er dafür fällen. Während der Chef in England seinen Kunden betreut, müssen die Mitarbeiter in Niedersachsen die 50-jährige Eiche wiegen, bevor sie verladen wird. Der LKW wartet schon. Aber der gefesselte Riese macht Schwierigkeiten. Das Problem, die Pflanze ist zu schwer. Wir kriegen sie mit zwei Baggern nicht hoch. Und jetzt holen wir noch einen Radlader, einen großen Radlader. Und der wird das mit anheben, das Gewicht. Also mit drei schweren Fahrzeugen versuchen wir ihn hochzukriegen und dann über den LKW zu positionieren. Die Waage sagt genau 12, fast 12,5 Tonnen. Okay. So ein schwerer Baum ist hier noch nie verladen worden. Jetzt wird ihm auf dem Transporter ein weiches Lager für die lange Fahrt bereitet. Gleich kommt die Verkehrspolizei und wird die Ladung vermessen. Noch einmal werden die längsten Äste enger gezurrt. Wird es passen? 4,60 Meter, optimal. 5 Meter dürfen wir, liegen wir gut im Rennen. Sehr gut. Eine letzte Wurzelbehandlung für die Eiche, damit sie die Reise auch gut übersteht. Wie sagst du, oben ist ja noch offen. Ja. Dann ziehst du einfach runter und verdrahtest den Ort. Warum werden die jetzt nochmal verdrahtet? Das ist rein, ist nur vom Aufladen her, hat sich ein bisschen gelöst, damit eine Festigkeit drin ist. Und man sieht jetzt, der Ballen hat ja auch vorher gelegen, man sieht jetzt, wo einfach Schwachstellen waren. Und die beheben wir jetzt vorher noch eben, damit überhaupt keine Komplikationen auftreten. Fahrer Thomas Rotfuß zieht noch einmal persönlich die Gurte stramm. Schließlich hat er ja unterwegs den Ärger, wenn was schief geht. Langsam ein Ende hergehen. Der Ballen ist schon mit einer Plane vor dem Austrocknen geschützt. Jetzt wird die Krone noch mit einer Spezialfolie gegen den Fahrtwind gesichert. In 2 Stunden soll es losgehen. Dann reist die alte Eiche eine Nacht lang quer durch Deutschland. Wird dicht gemacht und dann. Inzwischen ist es fast 8 Uhr abends geworden. Letzte Besprechung. Fahrer Thomas Rotfuß ist Spezialist für Schwertransporte. Morgen früh soll der Baum im hessischen Darmstadt ankommen. Kein Problem, meint Rotfuß. Die Ladung hat Überbreite. Begleitung durch einen Streifenwagen ist erforderlich. An jeder Polizeireviergrenze wird der Transport an ein anderes Polizeiteam übergeben. Mühsam quält sich der Laster über die nächtlichen Autobahnen. A1 Bremen in Richtung Osnabrück. Zwischen Vechta und Holdorf fährt ein Schwertransport. Den können Sie nicht überholen und deswegen momentan leider 3 Kilometer stockend. Und die A27 Bremerhaven in Richtung Walsrode. Zwischen Bremen. Fahrer Thomas Rotfuß hat keine Bange vor den rund 450 Kilometern. Schwierig kann es morgen früh im Stadtgebiet von Darmstadt werden, meint er, wenn der Berufsverkehr die Straßen dicht macht. Der nächste Morgen. Von London aus ist Jan-Dieter Bruns gleich zu einem Kunden nach Moskau geflogen. Die Kastanien am Museum der Revolution und auch die Fichten für das Grabmal des unbekannten Soldaten an der Kremlmauer stammen aus dem niedersächsischen Ammerland. Baumprofi Bruns ist mit Gartenarchitekt Ilja Mochalow verabredet.
Die Zierapfelbäume haben offenbar unter den Abgasen gelitten. Sie kamen vor 10 Jahren aus Norddeutschland hierher, vors Bolschoi-Theater. Das Theater wird nun renoviert und die kleine Parkanlage soll neu bepflanzt werden. Hier müsste schon etwas Robusteres her. Moskaus Innenstadt hat nicht das geeignete Klima für Apfelbäume, findet der Baumprofi. Hinter meterhohen Mauern liegen die elektronisch gesicherten Villen der neuen Superreichen. Einige gut betuchte Russen leben sogar in Palästen mit üppigen Parks, weiß Bruns. Wegen ihrer Vorliebe für große Fichten und Kiefern ist der deutsche Markt für große Nadelbäume fast leergefegt, erfahren wir. Eine der schönsten Villen hat sich Vizepremierminister und Gazprom-Manager Alexander Schukow bauen lassen. Nur durch mehrere Sicherheitsschleusen gelangen wir auf das Grundstück. Auch hier stehen viele große Bäume und Sträucher aus dem Ammerland. Der Garten des Milliardärs sollte aussehen wie ein naturbelassener Wald. Keine leichte Aufgabe für den Landschaftsarchitekten Ilja Mochalow. Das war äußerst kompliziert und sehr teuer, erzählt er uns. Dieter Bruns will jetzt überprüfen, in welchem Zustand die von ihm gelieferten Pflanzen nach einem Jahr sind. Der Vizepremierminister Russlands hat wohl nicht damit gerechnet, dass so eine Anlage einen enormen Pflegeaufwand erfordert. Hinter dieser Mauer wohnen wohlhabende Mitarbeiter der Ölfirma Gazprom. Bruns und sein Begleiter wollen nun andere gute Kunden besuchen, die Skodinjews. So we can call now to meet the owner. If he's at home. Yes. I don't know if they open actually. Yeah. To us, maybe. Откройте, пожалуйста. Спасибо. Die Familie hat vor 3 Jahren diese Villa und den Garten für rund 10 Millionen Euro bauen lassen. Aber das Haus steht leer. Die Skodinjews sind lieber im benachbarten Altbau wohnen geblieben, erzählt uns Mochalow. Ein sehr schöner Garten, gratuliert Bruns der Hausherrin Natalia. Aber gerade das ist ihr Problem. In etwa einem Jahr wollen sich die Skodinjews 20 Kilometer entfernt noch ein viel größeres Anwesen bauen lassen. Und die Hausherrin möchte ihren jetzigen Garten gern mitnehmen, zumindest die schönsten Bäume. Es ist doch heute alles möglich, hofft Natalia. Jan Dieter Bruns kann ihr da nicht helfen. Er verkauft lieber seine Bäume. And the new garden is how many kilometers away? It's 20 kilometers from Moscow. It's quite a long distance then. Yeah. Am späten Nachmittag, die A5 bei Frankfurt. Der Schwertransport mit der 50-jährigen Eiche hat mehr als 12 Stunden Verspätung. Bei Dortmund wurde der Tieflader gestern Abend gestoppt. Auf der Sauerlandlinie gab es unvorhergesehene Nachtbaustellen. Da passte der Baumbrise nicht durch. Fahrer Thomas Rotfuß ist sauer. Mein Ärger tut es ein bisschen, das ist richtig. Aber ist eben halt so. Ich kann da nichts dran ändern. Und wenn die Polizei das sagt, dann machen wir das so. Ja, der Kunde wird wohl ein bisschen stinkig sein, denke ich mal, weil das nicht so geklappt hat, wie wir uns das gerne vorgestellt haben. Weil ich ja auch einen Tag vorher noch extra die Strecke abgefahren bin und da noch alles im, sag ich mal, grünen Bereich gewesen ist. Und dass da jetzt ausgerechnet in der Nacht, wo wir da lang müssen, eine Nachtbaustelle gemacht wird, kann ja keiner ahnen. Je weiter der Transporter in die City von Darmstadt hineinfährt, umso enger werden die Straßen. Fahrer Rotfuß ist genervt. Jede Sekunde denke ich gleich, reiße ich was um, brummt er. Ja.
Für die Anwohner ein Riesenspektakel, ein Baum auf Achse. Ein Gag? Für verstehen Sie Spaß, werden wir gefragt. Nach fast 24 Stunden ist das Ziel erreicht. Hat der alte Baum die lange Fahrt durch die Hitze gut überstanden? Sind Triebe verwelkt oder Äste gebrochen? Erst morgen früh wird die Eiche ausgepackt. Und geschafft. Gott sei Dank. Endlich am Ziel, ohne Probleme hier weiter. Ich dachte, das würde schlimmer werden. Die Jungs haben mir gut zur Seite gestanden. Kann ich nur sagen. Wie viele Polizeiwagen haben Sie zwischenzeitlich auf der Das Seite? Waren jetzt insgesamt 15 Stück. 15 Stück haben wir von Niedersachsen bis hierher gebraucht. Die immer zwischendurch gewechselt haben. Und was machen Sie jetzt? Feierabend. Einfach nur Feierabend. Das war's für heute. Danke. Am nächsten Morgen. Die jungen Blätter sind noch grün und frisch. Der Baum sieht gut aus. Jetzt schwebt die alte Eiche über den Dächern von Darmstadt. Das wird wohl ihr letztes bodenloses Abenteuer sein. Da brauchst du gar nicht überweg, da geht der Sohn vorbei. Was? Ihr neues Zuhause ist der Garten eines Bauingenieurs. Gut, runter. Oh, dann geht's los. Passt oder passt es nicht? Es passt nicht. Bruns Mitarbeiter Peter Renken verzweifelt. Der Ballen, der ist nur 3,10 Meter, das Loch ist 3,40 Meter, aber weil der schräg drin liegt, ist das noch bestimmt 60, 70 Zentimeter zu weit zu der Seite rüber. Jetzt müssen wir sehen, dass wir den Ballen hinstellen, hier an die Kante und dann von der anderen Seite mit dem Kran noch mal anheben, dass er praktisch so unten rumgeschwenkt wird. Am Ende hilft nur noch Maschinenkraft. Er stellt sich von selber hin. Der Mann ist gut, wa? Noch ein bisschen ruckeln, dann steht die Eiche so, wie sie stehen soll. Hoffentlich für die nächsten 100 Jahre. Der Baum sieht sehr gut aus. Er hat den Transport, auch das Reinheben ins Loch sehr gut überstanden. Er ist eben an seinem endgültigen Standort jetzt angekommen und hier bleibt er jetzt den Rest seines Lebens stehen. Die stolze Eiche wird sich in 2 Jahren an den neuen Standort gewöhnt haben. Für einen alten Baum, den man ja bekanntlich nicht verpflanzen soll, eine stattliche Leistung.